Ist das eine Hitze? Lass doch mal einen Starnberger See fahren heute. Und zur Freude der Starnberger stauen sie sich dann stundenlang durch Starnberg, durchs Nadelöhr. Starnberg ist kein verträumtes Fischerdorf, sondern ein Transitloch mit einer einzigen Durchfahrtsstraße. Aber dafür haben sie ja eine traumhafte Seepromenade aus Beton und einen S-Bahnhof direkt am Ufer. Und auf der Promenade rennen sie dann umeinander, die Touristenbüffel. Einmal auf und ab, bis merken, dass es nicht weitergeht. Und dann landen sie im Undosa, wie alle anderen auch, und schlürfen überteuerten Latte Macchiato. Das ist die Zugspitze. Aber seit sich der Hugo da reingejagt hat, gibt's keine Ü30-Partys mehr, sondern Ibiza-Feeling. Juhu! Mit Saxophon und Elektrogeige und alles in Weiß, sogar die Moët-Becher. Ich glaube, ich muss kotzen. Ich kenne da ein nettes Plätzchen in Possenhofen, da kommt die Sissi her. Und nach einer Stunde Parkplatzsuche packen sie dann die Picknickkörbe aus und bauen ihren Einweggrill auf und qualmen den See zu mit den anderen Grillhorden. Ich kenne jemanden, der hat einen eigenen Steg. Den kennt komischerweise jeder, trotzdem liegst du am öffentlichen Steg mit den anderen Münchner Zipfel Arsch an Arsch auf die heißen Holzlatten. Mach mal ein Selfie für Instagram. Oder sie mieten sich ganz verrückt ein Elektro- oder Tretboot und kaspern dann am See umeinander und der Dringer fast, wenn einer der Dampfer von hinten aufhubt. Und die Kitzbühel-Fraktion, die ankert am Nordbad in Tutzing und lacht über die anderen Touristen, die da draußen kein Heisel haben. Und die, die meinen, dass sie auskennen, die fahren oben in Percha natürlich gleich ans Ostufer, weil es da ruhiger ist. Und dann links auf die Kieselsteiner in Leonie oder fressen lecker Fischsemmeln in Ammerland. Und am Abend heißt's dann, ich kenn noch einen Geheimtipp. Den Fischmeister. Und dann hockers beim Bierbichler so traumhaft und beschweren sich, dass die Suppen zu Hause ist und der Weinkorb. Diese Arschlöcher. So ein Motorboot müsste man haben. Ja, bloß so ein Motorboot kriegst du am See nicht zugelassen. Außer du hast Ferres, dann geht alles ein bisschen schneller. Sogar der Samba darf bloß Elektroboot fahren. Und, haben wir was vergessen? Ah ja, die Stand-Up-Paddler. Okay, lass die Idioten, die sind ja eh schon gestraft genug.